Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwarten in dieser Ausgabe Besprechung zu Queen and Slim, zur Miles Davis Dokumentation namens Birth of the Cool und dann natürlich auch noch zur Dokumentation Mein Vater, Mein Sohn und der Kilimandscharo. Hier haben für euch aufgenommen wirklich erlesene Gäste, unter anderem der Mann aus dem Internet, den noch keiner kennt, der Alex. Dann ist da mit dabei bei der Miles Davis Dokumentation die Sahneschnitte Christopher sowie der Schokokuss Max, als eben auch dann noch bei der Doku zum Schluss der Superheld Paul und der Kassenschlager Ruben. All diese doch sehr männlichen Kollegen, wie ich feststellen muss, haben hier an dieser Ausgabe dann teilgenommen und euch ein Brett der Filmkritiken präsentiert. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns ebenfalls auch bewerten bei Apple Podcast, bei Fit, bei Facebook, bei Google, bei Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Wer total Knorke, teilt uns, shared uns. Nur das macht den Telestammtisch noch geiler und noch größer. Ein Träumchen. Bis dann. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Queen and Slim, einem Film, der jetzt am 9. Januar 2020 in die deutschen Kinos kommen wird, eine Altersfreigabe von 12 Jahren hat und eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden und 12 Minuten. Ich finde verschiedene Angaben dazu, was dieser Film eigentlich ist. Die einen sagen Drama, andere sagen romantischer Thriller und weitere Details kann ich an der Stelle gar nicht beitragen. Aber glücklicherweise gibt es Menschen in diesem Internet, die diesen Film bereits vorab gesehen haben und auch hier war es so, dass ich mal wieder auf Twitter unterwegs war, hab geschaut, wer was zu Queen and Slim geschrieben hat und da fand ich jemanden, der den Film scheinbar schon gesehen hat. Moinsen Alex. Hallo. Guten Tag. Ja, wo hast du den Film denn schon gesehen? Ich habe den Film im Cineplex gesehen, und zwar in der Snake Preview. Das heißt, ich wusste gar nicht, dass dieser Film überhaupt rauskommt. Und da kommt halt immer ein zufällig ausgewählter Film und da haben wir den gesehen. Du hattest von dem Film auch nichts weiter gehört, so bis jetzt vorab. Nee, ich verfolge dieses Genre auch überhaupt nicht und war positiv überrascht. Und bist du denn sonst generell regelmäßig bei den Sneaks oder war das eine Ausnahme? Das war jetzt eine Ausnahme, weil wir Urlaub haben, weil das immer unter der Woche ist und wir sonst eigentlich da nicht ins Kino kommen. Mhm. Aber wenn wir es irgendwie schaffen, dann gehen wir ganz gerne dahin. Geil. Ist übrigens ein Film von Melina Matsoukas und das ist wohl auch ihr Langspielfilm-Debüt. Und wenn ich so gucke, wie die Bewertungen aussehen, dann ist es zumindest ja gut bis sehr gut, also gar nicht mal schlecht für so ein Debüt. Und das muss man an der Stelle mal erwähnen. Ich bin gespannt, was wir dann von der Frau Matsoukas in den nächsten Jahren noch so bekommen werden. Und wir haben natürlich hier auch scheinbar nur vor allem zwei Protagonisten beziehungsweise ein Pärchen. Aber vielleicht magst du uns jetzt hier erstmal erzählen, wovon Queen and Slim eigentlich handelt. Ja, im Prinzip geht es darum, dass sich ein Mann und eine Frau in einem oder von einem Tinder-Date treffen, wo sie dann auch ziemlich bald verschwinden, weil er sie dann nach Hause fahren will und unterwegs werden sie von einem Polizisten angehalten. Die Szene entwickelt sich ein bisschen in dieses typische weiße Polizist, schwarze amerikanische Bürger und in diesem Gefecht kommt dann der Polizist ums Leben und von da an sind dann die beiden auf der Flucht. Werden aber auch gleichzeitig von schwarzen Mitbürgern als Helden gesehen, weil wohl dieser Polizist in der Vergangenheit etwas getan hat, was unter Rassismus abzustempeln ist. Und so versuchen sie dann, das amerikanische Land zu verlassen, um der ganzen Sache zu entgehen. Und zum einen sind sie dann halt eben flüchtige Straftäter und auf der anderen Seite sind sie gefeite Volkshelden. Also ist der Großteil des Films vor allem diese Fluchtgeschichte, ja? Genau. Okay, das ist ja tatsächlich auch so ein Setting oder ich sag mal ein Aufhänger, der ist ja tagesaktueller denn je. Ne? Also gerade diese rassistischen Schießereien, die es gibt, diese von Polizisten häufig eben mit ausgelösten Geschichten bei ja eben einfach der schwarzen Bevölkerung, die dann teilweise aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen niedergeschossen wird. Wir haben zuletzt einen Film hier auch gehabt namens Thug, The Hate You Give, ist das die Abkürzung dafür. Und das behandelt letztlich auch so genau das Thema, da ist auch ein junger Mann, der quasi versehentlich von einem weißen Polizisten erschossen wird und hier ist es so, dass in diesem Film The Hate U Give wird aber eben auch sehr gut beleuchtet,
was für eine Perspektive die Polizisten haben. Also mit was für einer alltäglichen Angst die auch zu tun haben. Dass die eben nicht ohne Grund auch gleich erstmal die Waffe zücken, eben weil es auch da Vorfälle gibt, wo die selbst in Gefahr sind, was so, sage ich mal, eine Perspektive war, die ich in der Form auch noch nicht mitbekommen hatte. Häufig kriege ich also eben auch eher so dieses Ding mit diesem rassistischen weißen Polizisten, der einfach eher mal früher abdrückt als später. Ist das denn hier in Queen and Slim auch irgendwie ein Punkt, der eine Rolle spielt, oder wird das schnell abgehandelt? Also ich habe das so aufgefasst, dass die Szene sich entwickelt, dass halt der Polizist dann die beiden so behandelt, wie sie halt oder wie er weiße Mitbürger nicht behandelt hätte. Und für mich hat sich das dann, und ich dachte mir dann die ganze Zeit, das geht dann jetzt in die Richtung, dass er dann jetzt verhaftet wird und in den Knast kommt, weil wie gesagt, ich hatte von dem Film keine Ahnung, was es geht. Dachte, dass das dann halt eher so ein Gefängnisfilm wird. Die Szene schlägt dann aber um, dass eben dann aus einem Unfall heraus der Polizist erschossen wird. Und ja, diese Rassismus-Geschichte in Amerika, die zieht sich schon ein bisschen durch diesen Film durch. Also auf ihrer Flucht gehen sie dann zu einem Bekannten von der Frau. Aber dieses ständige, diese Angst von den afroamerikanischen Bürgern in Amerika ist schon ein bisschen das Grundsetting von dem Film. Jetzt sind wir beide, soweit ich dein Foto auf Twitter auch richtig interpretiere, wahrscheinlich ganz klassische Weißbrote. Also haben wir vielleicht nicht so den direkten Zugang zur schwarzen Szene. Für wie glaubhaft oder realistisch hältst du denn die Darstellung? Also was man so liest und hört und da ich auch von Leuten persönlich erfahren habe, die auch in Amerika wohnen zum Beispiel, ist es schon so, dass dieses Setting realitätsnah ist. Also dass diese Polizeigewalt generell hoch ist in Amerika, aber gegenüber Afroamerikanern halt deutlich höher und sie halt wirklich zuerst mal abdrücken und dann Fragen stellen. Ja, das ist, ich glaube, schon ein aktuelles Thema, was auch die Realität widerspiegelt. Okay, bevor wir dann gleich natürlich noch auf die beiden Protagonisten selbst zu sprechen kommen, du hast ja gemeint, dass sie dann jede Menge Support kriegen von eben der schwarzen Community, auf die sie da treffen. Da gibt es auch im Trailer schon den einen oder anderen Eindruck, den man bekommen kann, unter anderem natürlich eben auch auf schwarze Polizisten. Ist das realistisch? Ich weiß nicht genau, wann der Film eigentlich spielt und wie dicke die alle miteinander sind, aber wenn du da so zwei Schwerstverbrecher vor dir hast, ist die, sag ich mal, Verlockung, die zu verraten und dafür vielleicht auch ein Kopfgeld oder so einzukassieren, ja irgendwie auch ganz groß, oder? Bestimmt, ja. Die Bürger in Amerika sind ja schon so ein bisschen so, dass sie mehrheitlich zusammenhalten und dass da ja immer die Rassen so zusammen sind und bleiben. Deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das real ist, dass man dann auch Support, fragwürdigen Support für sowas bekommt. Natürlich ist es nicht richtig, jemanden zu erschießen, egal wer wen. Aber ich finde das jetzt nicht so komplett an den Haaren herbeigezogen, dass es dann Leute gibt, die diese Menschen dann feiern. Okay, alles klar. Jo, dann wird es aber jetzt Zeit, dass wir uns mal um das Pärchen da kümmern. Also die werden immer auch mit Bonnie und Clyde verglichen, weil die ja irgendwie auch auf der Flucht waren. Und wir reden hier ja zum einen von der Jodie Turner Smith. Die spielt Queen, scheinbar ist das ihr Spitzname. Und dann gibt es natürlich noch den Daniel Kaluuya, der den Slim spielt. Also sind es beide eben auch die titelgebenden Figuren. Ihn kennt man ja. Also er ist ja mega bekannt aus unter anderem eben auch Black Panther. Der war dabei bei Widows, bei Get Out hat er mitgemacht, bei vielen wirklich großen Filmen der letzten Jahre. Wie hat er dir gefallen? Ich fand ihn sehr gut in seiner Rolle. Er hat am Anfang ein bisschen dieses, oh Gott, was habe ich da getan, gespielt. Was dann ein bisschen übergeht zu, er muss jetzt halt irgendwie funktionieren, damit diese Flucht gelingt. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Wird er so erst zum harten Burschen oder ist das so eine Rolle, die ihm von außen aufgedrückt wird? Es ist eher so, dass die von außen auf ihn gedrückt wird. Okay, wie kriegt man das mit? Hat er auch mal so schwache Momente, wo er sich gegenüber seiner, naja, nicht unbedingt Freundin, aber zumindest Mitstreiterin dann auch mal einen schwachen emotionalen Moment hat? Oder woran merken wir das, dass er nicht selbst zu einem krassen Dude wird? Eigentlich wird. Er versucht halt immer vernünftig und vernünftig zu handeln und das Ganze möglichst gewaltfrei und ohne irgendwelche zusätzlichen Probleme zu lösen. Und sie reiten sich dann halt immer mehr in den Sumpf auf ihrer Flucht.
weil sie halt kein Geld haben zum Beispiel. Und er versucht es dann auf die vernünftige Art und Weise zu lösen und wird dann halt von zwei anderen angestachelt. Ja, die schnellste Art, zu Geld zu kommen, ist halt quasi einen Laden zu überfallen oder sonstige Leute zu erpressen oder sonstiges. Und er macht das dann auch alles so, um dann halt eben auch seinen eigenen Arsch zu retten, sage ich jetzt mal. Dann gibt es ja eben noch diese zweite im Bunde, also die Queen. Und ich muss ja sagen, im Trailer gibt es zwei oder drei Szenen, wo ich mir echt so denke, so, dass das irgendwie so stoisch wirkt, so Mimik, so wenig Mimik irgendwie hat. Also die wirkt ganz komisch im Trailer. Ja, also irgendwie wie so eher so, ich weiß nicht, emotionslos geguckt irgendwie. Ich fand das ganz komisch, was sie da präsentiert. Ist es Absicht? Ist es Schauspieltalent? Das soll genauso wirken? Oder wie hat die so auf dich gewirkt? Das hat auch so auf mich gewirkt. Ich bin aber der Meinung, dass das so gehört. Das hat bestimmt auch mit ihrem Beruf zu tun, den sie in dem Film hat. Sie ist ja Anwältin und hat, oder Strafverteidigerin, glaube ich sogar. Und ich glaube, das gehört dann auch ein bisschen zu ihrem Beruf, dass sie da halt relativ emotionslos ist. Wenn ich mir hier angucke, die hat noch gar nicht so sehr viele Langfilme gemacht. Die war eher in TV-Serien und Kurzfilmen mit dabei. Da gibt es also noch gar nicht so wahnsinnig viel von ihr. Vieles ist wohl jetzt noch in der Produktion. Die lernt sich ja dann irgendwie kennen. Die haben so dieses Date. Sind die auf einer Augenhöhe oder kommen die eigentlich aus unterschiedlichen Verhältnissen? Ja, sie kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen. Sie verdient eher sehr gutes Geld mit ihrer Anwaltsgeschichte. Er hat ihren einfachen Job und kommt halt so über die Runden, hat aber trotzdem ein geregeltes Leben. Sie prallen an diesem Date, das sie haben, aneinander und beschließen dann eigentlich, das Ganze sein zu lassen, bevor dann halt eben diese Szene mit den Polizisten kommt. Ja, Okay. das sind schon zwei Welten, die aufeinandertreffen, aber jetzt nicht so komplett 180 Grad. Alles klar. Ja, und dann natürlich noch die ganz wichtige Frage: Wie sieht es aus mit der Chemie von den beiden? Funktionieren die zusammen? Interagieren die zusammen? Oder macht eigentlich jeder sein eigenes Ding und es gibt überhaupt keine Chemie? Erzähl mal, wie haben die so als, sag ich mal, Paar oder als Duo viel eher auf dich gewirkt? Also anfangs ist es klar ein bisschen holprig, weil sie kennen sich eigentlich gar nicht. Und im Verlauf des Films wird dann immer klarer, dass sie zusammen gut funktionieren und dass sie sich dann auch persönlich näher kommen. Das ist ja auch ganz spannend. Man sieht es direkt auch auf dem Filmposter. Sie ist eine relativ langgewachsene, schöne Frau. Eher so ein bisschen kürzer. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Interessante Wahl, sage ich mal, auch von der Besetzung her einfach. Finde ich cool. Jo, wie sieht's denn aus? Gibt es denn noch Punkte, die dir irgendwie ja unter den Nägeln brennen, auf der Zunge liegen, die wir ansprechen sollten? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass hier der Soundtrack auch irgendwie eine große Rolle spielt. Ist dem so? Der spielt sicher eine große Rolle. Mein Genre ist es jetzt nicht, aber ich finde den Soundtrack passend zum Film. Ja, es ist jetzt nicht so der super Soundtrack, wie man ihn vielleicht aus einem Marvel-Film oder sonstigem kennt oder so, aber definitiv sehr gut gemacht. Ja, ich frage auch ein bisschen deshalb, weil die Regisseurin vor allem wohl für Musikvideos bekannt ist. Die hat bei Beyoncé-Videos und auch bei Rihanna-Videos vor allem eben schon die Regie geführt. Und da hatte ich mir jetzt durchaus vorstellen können, dass es da zum Beispiel auch ästhetische oder designähnliche, einfach Ähnlichkeiten gibt zu diesem, ja, wahrscheinlich so Genre vom Hip-Hop- oder R&B-Bereich. Gibt's das? Also gibt es da irgendwie auch mal so eine krasse geile Kameraeinstellung, wo dir aufgefallen ist, okay, hier, das könnte auch direkt aus so einem Beyoncé-Video sein? So jetzt aus so einem Musikvideo eher nicht, aber es gibt schon zwei, drei Szenen, wo der Soundtrack und die Kamerasetting sehr cool zusammenwirken, aber jetzt nicht auf Musikvideo-Niveau. Okay. Okay, hätte sein können irgendwie, dass die dann mega, keine Ahnung, was für eine Autofahrt oder Flucht hinlegen müssen und dann läuft da absolut der geile Beat dabei oder der geile Song einfach. Habe ich jetzt so nicht empfunden. Okay, alles klar. Dann würde ich dich jetzt nämlich bitten, einfach nochmal ganz, ganz kurzes Kurzfazit zu ziehen. Wie hat dir der Film gefallen? Wem würdest du den Film vielleicht auch empfehlen? Ja, und dann eben auch eine Punktevergabe zu machen. Wir geben bei uns, also Sterne, Punkte, whatever, zwischen 0 und 5. Da wäre 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk. Irgendwo dazwischen, so aus dem Bauch raus, also bitte eine Punktevergabe und eben nochmal ein kurzes Fazit mit einer Empfehlung, wem der Film vielleicht auch gefallen könnte. Ja, so wer auf so einfache, ich sage jetzt mal, optisch ist er ja einfach gehalten, der Film, auf sowas steht, oder wer auf die Musik steht, der soll sich diesen Film auf jeden Fall anschauen. Ich würde ihn generell jedem empfehlen, weil es ja mal was anderes ist und auch weil er aus
aus dem alltäglichen Leben in den USA sich was abschaut. Es ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Es ist eine solide Geschichte. Ein-, zweimal ist ein bisschen zäh, das legt sich aber relativ schnell wieder. Und ich war gut unterhalten. Also mir hat der gut gefallen. Okay, das ist super. Und wie sieht es aus mit der Punktevergabe? Ich würde ihm jetzt 4 Punkte geben. Geil, 4 Punkte für einen Film, der auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit verdient hat und der auch gut besetzt ist. Und der auch scheinbar in der Sneak Preview da draußen lief. Das heißt also für euch nochmal der Hinweis da draußen, dass wenn ihr Filme in Sneak Preview seht, meldet euch mal bei uns. Da könnt ihr bestimmt regelmäßiger mal an den Filmbesprechungen hier teilnehmen. Der Werner zum Beispiel bei uns im Team, der macht das auch so, dass der da eben jede Woche sogar in den Sneak Preview sitzt und da einige Besprechungen schon bei uns mitgemacht hat. Vielleicht wäre das ja auch was für euch. Alex, vielen Dank. Es war mir eine wahre Freude, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir diesen Film zu besprechen und ihn uns quasi ein bisschen vorzustellen. Und vorausgesetzt, du bist einverstanden, würde ich natürlich auch wie immer in die Shownotes deinen Account, deinen Twitter-Account packen, sodass man unter Umständen zum einen dir folgen kann oder wenn man möchte, vielleicht auch in irgendeiner Form Kontakt zu dir aufnehmen kann. Das kannst du gerne machen. Okidok. Alex, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Hallo Cool Cats, willkommen zu unserer kleinen Jam Session. Ich bin Christopher an der Trompete und am Schlagzeug ist bei mir der Max. Hi. Yeah. Cool. So wie es sein muss. Und wir sprechen heute über Miles Davis, Birth of Cool. Es ist eine Dokumentation/Biografie. Regie führte Stanley Nelson und er ist seit heute, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, der 2. Januar 2020, in den Kinos zu sehen, hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 55 Minuten und ist ab 0 Jahren freigegeben. Miles Davis, 1926 bis 1991, war Jazzkomponist, Trompeter und Multiinstrumentalist. Er gilt als einer der wichtigsten und einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts und war schon immer der Inbegriff von cool. In seinem Dokumentarfilm versucht der Filmemacher Stanley Nelson, den Zuschauer das Leben des legendären Künstlers mit seinem Klang, Ruhm und seiner Persönlichkeit nahezubringen. Mit uneingeschränktem Zugriff auf das Erbe von Miles Davis bietet der Film nie zuvor gesehenes Material, einschließlich Studioaufnahmen, seine Aufnahmesitzungen, seltene Fotos und neue Interviews. Weggefährten wie Quincy Jones, Carlos Santana, Clive Davis, Wayne Shorter und Ron Carter sind nur einige, die da zu Wort kommen. Gut, wow. Bei einer Biografie, ja, ist ja immer die Frage, wie stehen wir zu der Person? Max, was hattest du, bevor du diesen Film gesehen hast, was hattest du für ein Verhältnis zu Miles Davis? Eigentlich ja, kein wirkliches Verhältnis in dem Sinn. Ich kenne Miles Davis, ich schätze seine Musik, ich weiß auch um seine Bedeutung in der Musik und auch was die Bedeutung von, ja, von ihm als Person, als ja, Koryphäe bezüglich Rassengleichheit und Rassenkampf in den USA bedeutet hat. Aber ansonsten, ich kenne vielleicht die 2 bekanntesten Alben von ihm, aber dann wird es bei mir schon sehr mau. Wie schaut es dann bei dir aus? Ja, ich respektiere Jazz mehr, als ich es mag. Also als Kunstform finde ich das schon beeindruckend, wenn Leute das gut können. Und ich kann mir auch bestimmte Arten von Jazz anhören, aber nicht allzu lange. Ich brauche dann noch auch mehr Struktur in meiner Musik. Und ich wusste über Miles Davis, dass er sehr schwierig war als Person und dass trotzdem alle Leute gerne mit ihm gearbeitet haben, weil er eben dieses musikalische Genie war. Mhm. Was ich nicht wusste, ist, wie sehr er auch angeeckt ist in Sachen Rassentrennung und dass er keine Scheu hatte, sich mit Weißen anzulegen. Und da hat diese Dokumentation mir diesbezüglich auch, was sein musikalisches Schaffen betrifft, doch so einiges Neues verraten. Mhm, ja. Ja, vor allem eben durch die Art und Weise, finde ich, wie die Dokumentation gestaltet wurde, ist ja eigentlich viel Archivmaterial. Auch Miles Davis Stimme selbst ist sehr oft zu hören. Und eben die Talking Heads von seinen Begleitern aus der Zeit. Viele Freundinnen, viele Frauen, Mitmusiker. Zum Beispiel auch, ja, du hast es eingangs schon gesagt, Santana. Ich weiß gar nicht, ob er mit Santana selbst überhaupt gespielt hat oder ob Santana nur seiner Bewunderung wegen mit dabei war. Aber es waren zum Beispiel auch Herbie Hancock zu hören oder, oh Gott, einige Bassisten, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Deswegen, ja, glaube ich, sind die Einblicke, die man bekommt, schon relativ nah.
Genau, weil ich wusste, dass er einer der einflussreichsten Jazzmusiker war. Was ich aber nicht wusste, wie unfassbar populär Jazz zu der Zeit war, als Miles Davis durch die Decke ging. Er tourte ja durch die ganze Welt. Man sieht da auch Archivbilder, wie er einfach so abhängt mit John Lennon und Yoko Ono. Und an einer Stelle auch mit Prince zusammenspielt. Er hat sie wirklich alle gekannt und alle kannten ihn. Ja. Und da habe ich doch eine ordentliche musikalische Bildungslücke schließen können. Ja, vor allem hat damals Jazz anscheinend auch sehr zu einer Kunstform erhoben, weil er zu seinem Zeitpunkt, was ich nicht wusste, dass er auch in Paris sehr oft war, ja auch mit solchen Leuten wie Picasso oder Sartre abgehangen ist, die eigentlich gar nichts mit Musik zu tun haben. Und dieser philosophische und künstlerische Aspekt scheint ja damals auch das erste Mal irgendwie gewesen zu sein. Ja, sein Paris-Aufenthalt ist eine ganz spannende Szene, weil du da etwas hast, was sich Afroamerikanern zu dieser Zeit normalerweise einfach nicht bot, in eine komplett andere Kultur einzutauchen. Du siehst, wie er nach Paris kommt und begegnet all diese Künstler und Philosophen und Freigeister. Und dann kommt er wieder zurück in die USA und ist maßlos enttäuscht und muss sich wieder hier der schlechten Behandlung durch Weiße und so weiter beugen. Und dieser Kulturschock, den er da erlebt hat, das hat mich besonders berührt. Und vor allem hat er ja anscheinend durch diesen Kulturschock auch angefangen, die schwarzen Seiten seines Lebens kennenzulernen, weil da begannen ja dann streckenweise Isolation, Einsamkeit, auch anfänglicher Heroinkonsum. Er hat zwar dann seine erste Frau, war das seine Ehefrau, hat er die geheiratet? Diese Tänzerin, das weiß ich jetzt gar nicht. Er war mit dieser Tänzerin verheiratet, ja. Ob es jetzt seine erste war, weiß ich nicht. Also der Film geht sehr schnell alle möglichen Liebschaften durch, die er hatte. Da kann man leicht den Überblick verlieren. Ja, auf jeden Fall, da wurde ja dann auch das erste Mal davon berichtet, dass Miles Davis handgreiflich wurde in dieser Beziehung gegenüber seiner Frau. Ja, das ist leider etwas, was sich ständig wiederholt. Du hast immer und immer wieder diese Biografien großer Musiker, großer Künstler. Und dann stellt sich immer heraus, das waren gewaltige Hitzköpfe und schrecken doch nicht vor Gewalt im eigenen Haus zurück. Und das ist dann immer sehr, sehr traurig, das mitzubekommen. Ja. Das ist aber diese Bitterkeit, die ihm entstand, auch gegenüber den Weißen. Ich meine, hier und da gab es sogar, führte das zu ganz amüsanten Momenten, wo er dann dieses Album Miles Ahead aufnimmt, ist das, glaube ich, auch eines seiner bekanntesten. Und die Plattenfirma präsentiert dann als Cover auf dem Album so ein weißes Model, das auf seinem Boot steht. Und Miles Davis sieht sich nur dieses Cover an und sagt, "What is this white bitch doing on my album cover?" Und er konnte dann die Plattenfirma dazu bringen, das Cover komplett zu ändern und er ist dann auf dem Cover mit seiner Trompete zu sehen. Ja, was dann ein bisschen neutraler war. Wobei er dann später dann zu seinen experimentelleren Seiten ja dann auch eher zu provokativeren Titeln, wie zum Beispiel Bitches Brew, gegriffen hat. Da, glaube ich, war er dann am Höhepunkt seines Kokainkonsums angelangt. Zumindest hatte er da die bunteste Kleidung an in der Dokumentation. Ja, das ist besonders interessant, was für ein Chamäleon er auch war. Also habe mich jetzt streckenweise sogar sehr an James Brown erinnert. Und ich wusste gar nicht, dass Miles Davis so ein Paradiesvogel war. Also das war so diese Wissenslücke, die ich schließen konnte. Ich hatte den immer so als Typen im Hemd mit seiner Trompete, wie man ihn halt aus seinen Anfangszeiten irgendwie fotografiert kennt, vor Augen. Aber gegen Ende sah er richtig, also wie so ein total heruntergekommener Hippie aus, immer mit so extrem großen Brillen, riesigen Augen, fast schon wie so ein afroamerikanischer Elton John. Daran musste ich auch denken, ja. Das war exakt der Look. Ja, es wird halt klar, dass er immer wieder neue Wege gehen wollte und dass er sich auch immer gerne mit jungen Künstlern umgeben hat. Und ich glaube, auch eine Frau hat dann maßgeblich zu seinem Stylewandel beigetragen. Ja. Er lernt wieder eine Frau kennen, erneut eine Frau aus dem Showbusiness. Ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber ich glaube, seine Ehefrau nach dieser Tänzerin. Es war aber diese Musikerin, ja, oder? Genau. Also die Frau, mit der er dann nach dieser Tänzerin zusammen war. Und die hat ihn, glaube ich, ziemlich umgekrempelt. Und dann verschwanden auch so das biedere Hemd, die biedere Hose. Und dann kam dieser sehr flamboyant-artige Look zutage, den ich vorher auch nicht kannte. Nee. Jetzt stellt sich
Also hat sich mir die Frage gestellt, inwiefern das die Dokumentation mit seinen ganzen Eskapaden eigentlich umgeht. Findest du, dass die Sachen irgendwie verharmlost wurden oder... Also ich hatte eher den Eindruck, dass es auf einer sehr sachlichen Ebene war und dadurch, glaube ich, ist man nicht so ganz dahinter gekommen, wie viel Schrecken seine Familie vor allem in seinen gewalttätigen Phasen über sich ergehen lassen musste. Ich habe dann auch mal Wikipedia und ein bisschen im Netz gestöbert und rausgefunden, dass er dann doch etwas heftiger war, als das, wie es jetzt in der Dokumentation rüberkam. Ich weiß nicht, ob es dir genauso ging. Also verklärend fand ich die Doku jetzt nicht. Nein, verklärend auch nicht. Also sie zeigt schon das musikalische Genie, sie zeigt aber auch deutlich, wie schlimm das war. Was mir gefallen hat, war, jedes Mal, wenn es um die negativen Seiten seiner Persönlichkeit ging, gab es da keinen Erzähler oder irgendwas Dramatisierendes. Du hast einfach die betroffenen Personen sprechen lassen und ich finde, das hatte die stärkste Wirkung. Da ist ja dieser Moment, wo diese Tänzerin, mit der er so lange verheiratet war und auch mehrere Kinder hatte, dann sagt, sie waren auf einem Konzert von Quincy Jones und auf dem Rückweg hätte sie beiläufig nur gesagt, sie findet, dass Quincy Jones ein gut aussehender Mann ist und dann hat er sie deswegen zum allerersten Mal geschlagen. Ja. Und es folgten noch viele weitere Male. Und wie sie das da so erzählt, das war schon der Moment, der ging schon runter. Ja, ich finde, man hat es vor allem bei seinen Kindern gemerkt, die doch relativ distanziert über ihren Vater gesprochen haben. Und ich glaube, sein Sohn hat dann gegen Ende, da ging es zwar dann eher um seinen Drogenmissbrauch, aber er sprach dann doch davon, dass er vor seinem Vater immer ein bisschen Angst hatte. Und ja. Gut, ich weiß nicht, ob das ein Gütesiegel ist für eine Vaterschaft. Nein, er war einfach, wenn man der Doku und allem anderen, was es so zu ihm gibt, glauben kann, ein absolut Besessener. Ich glaube, einer der ersten Sätze, die da am Anfang gesagt werden, ist, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber er sagt irgendwie, Musik ist das Letzte, was mich beschäftigt, bevor ich einschlafe. Musik ist das Erste, was mich beschäftigt, wenn ich morgens aufwache. Und alles bei mir dreht sich um die Musik. Und da war diese Obsession, die einfach dafür gesorgt hat, dass Familie, Freunde und alle anderen Menschen in den Hintergrund gerieten. Und er hat sie dann auch dementsprechend behandelt. Es stellt sich bloß die Frage, warum die Leute sich eigentlich von solchen, wie sagt man, Koryphäen, von solchen Genies eigentlich immer auch so behandeln lassen. Ich würde mir mal wirklich eine Dokumentation wünschen, die da ein bisschen dahinter geht. Schaffst du natürlich jetzt nicht mit Archivmaterial und Talking Heads, das ist klar, aber ja, es ist so ein Aspekt, der mir jetzt doch schon öfter vorgekommen ist bei solchen Dokumentationen. Was da diese Faszination ausmacht, dass man es solchen Leuten verzeiht. Das stimmt, ja. Du hast manchmal das Gefühl, diese Leute werden zu Sekten führen. Ja, ja. Scharen diese Leute um sich herum, die wirklich alles mitmachen und ihnen das verzeihen, weil er ist doch der Große so und so. Und, ja. Und ich bin niemand. Ich meine, das ist auch... Die öffentliche Wahrnehmung trägt wohl viel dazu bei. Diese Leute stehen nicht im Rampenlicht, sie stehen immer nur daneben, sie sehen, wie diese Person umjubelt und gefeiert wird. Da verändert sich wohl automatisch dann ein bisschen so die Wahrnehmung und auch die Sensibilität. Wie gehe ich jetzt mit dieser Person um und wie gehe ich mit einer Person um, die nicht so viel darstellt? Aber ja, da mal tiefer einzutauchen wäre interessant. Ja. Aber da müsste man sich wohl eine Doku wirklich über eine Sekte ansehen und wieder Leute gefügig gemacht werden. Gut. Ich fand die Dokumentation übrigens auch ein bisschen zu langatmig, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht so, dass es mich komplett abgeholt hätte. Es gab da schon einige Phasen, die ich jetzt halt weit weniger spannend fand. Oder ich fand auch viele Sachen, die über ihn erzählt wurden, haben sich dann doch im verschiedenen Wortlaut, aber in ihrem Ergebnis immer wieder wiederholt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ja, ich fand es streckenweise etwas einlullend. Also so die ersten 45 Minuten habe ich mir das sitzend angesehen, danach habe ich gelegen, weil es auch wirklich dazu eingeladen hat. Ja, weil stimmt. Es stimmt, es ist ja so, die ganze Doku wird mit seiner Musik untermalt. Ja. Es gibt, glaube ich, nicht einen wirklich stillen Moment. Die Musik läuft ununterbrochen. Und dann gibt es aber auch Momente, da will man sich wohl die Zeit nehmen, die Musik wirken zu lassen. Und du hast weite Passagen, wo Leute nur sagen, und das ist ein ganz besonderes, geniales Stück. Und wie er hier vorgeht an der Stelle. Und was er da macht und damit einbringt. Und die Musik läuft und läuft und läuft.
Das war streckenweise, wenn man jetzt nicht der große Jazz-Enthusiast ist, doch ein bisschen einschläfernd. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, ja. Vor allem, du musst auch sagen, dass seine Person oder seine Persönlichkeit sich so zu 100% um Jazz und um die Musik herumdreht, dass es da, sagen wir mal, vom Privaten abgesehen, kaum irgendwelche Aspekte gab, die für ihn irgendwie interessant waren. Er hat einfach nur sein Leben lang Musik kreiert, Drogen konsumiert, ab und an mal, ja, keine Ahnung, Familienterror gemacht, aber im Großen und Ganzen war er einfach Musiker bis zu seinem Tod. Ja, ich meine, von einem bestimmten Standpunkt kann man sagen, es ist beneidenswert, wenn Leute so eine Berufung finden. Viele Leute würden gerne so eine Berufung finden, die sie sich ihr Leben lang verschreiben können. Es macht eben den Zugang schwer, wenn man zu der Person eigentlich keine große Bindung hat oder zu Jazz keine Bindung hat. Ich glaube, für Fans ist diese Dokumentation total toll, aber da wir beide ja anscheinend keine Personen sind, die jetzt Miles Davis Poster bei sich zu Hause hängen haben, glaube ich, naja. Ja, die Doku macht halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was all solche Dokus machen. Hm. Ich meine, es wird sich hier und da immer bemüht, ein paar fetzige Schnitte mit reinzubringen. Jedes Mal, wenn dann so eine neue Ära beginnt oder so ein bestimmtes Jahr, zum Beispiel 1969, hast du dann so in so einer schnellen Abfolge Mondlandung, die Beatles, dies und dies und jenes. Die Klassiker so einfach. Genau. Einfach so, das ist in dem Jahr passiert. Bum, 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 bum. Und das hat Miles in dem Jahr gemacht. Ja. Das war ganz nett, aber ansonsten halt die typische Abfolge. Wie du sagtest, die Einblendung von Talking Heads, dann Archivmaterial, über das geredet wird, Erzählerstimme, Interviewschnipsel, wieder zurück zum Archivmaterial. Hm. Oh, gut. Ich glaube, mehr kann ich jetzt zu dieser Dokumentation auch nicht sagen. Ja, wir haben alles da rausgeholt, was wir rausholen konnten. Ein bisschen quetschen, und, ja. Ja, also ich habe Neues für mich da herausgenommen, was für ein Superstar Miles Davis wirklich war. In meiner kulturellen Ignoranz habe ich immer gedacht, Jazz war einfach Nischenmusik und ist immer Nischenmusik gewesen. Aber dass Jazz mal so unglaublich populär war und Miles Davis hier auf einer Ebene mit den größten Popstars seiner Zeit, wusste ich wirklich noch nicht. Oh, eine Sache natürlich auch noch sehr wichtig. Er war ja der allererste Musikfilmkomponist, der mehr oder weniger von diesem klassischen, wie sagt man, Violinen und Orchestralen irgendwie wegging, sondern sich einfach nur mit seiner Trompete, einem Schlagzeug und einem Bassisten vor die Leinwand gestellt hat und für Fahrstuhl zum Schafott die Musik eingespielt hat. Das wusste ich auch nicht. Ja, auch ein Nebeneffekt seiner immensen Popularität, ja, über die wir ja scheinbar beide nicht so recht Bescheid wussten. Okay. Ja. Naja, gut. Miles Davis, Superstar. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Können wir jetzt einen Strich drunter machen. Genau. Cool Cats, wenn ihr Jazz mögt, wenn ihr Miles Davis mögt, kann man sogar sagen, diese Dokumentation sein muss. Ja. Oder wenn ihr einfach euer Wissen über die Geschichte der Musik ein bisschen auffrischen wollt und mal irgendwie auf einer Party mit dem Gläschen in der Hand ein bisschen angeben wollt, wenn irgendjemand Miles Davis auflegt. Keine Ahnung, wo das heutzutage noch passiert, aber das passiert bestimmt irgendwo. Sicher. Ja. Dann kommen wir zur Punktebewertung. Ja. Ich würde sagen, ja, rundsolide, okay, 3 von 5 Jazz-Alben. Boah, ich würde sagen, für Fans vielleicht sogar eher 3,5 bis 4. Für mich jetzt persönlich, ich bin irgendwo so zwischen 2,5 und 3. Also eigentlich gebe ich ja keine Wertungen für Dokumentationen, aber hier bin ich irgendwo so im, man bekommt ganz solide Hausmannskost, finde ich. Und das ist es dann auch. Genau. Dann ist unsere Jam-Session beendet. Ihr wart ein wundervolles Publikum. Ja. Badabisch. Badabusch. hört wieder rein. Und bis zur nächsten Besprechung. Jo. Ich bin Christopher. Und ich bin Max. Ciao. Ciao. Ja, herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer zum Tele-Stammtisch. Ja, wahnsinnige Landschaften, fremde Völker und ein einsamer Berg. Es geht jetzt nicht um noch einen Mittelerde-Film, sondern wir sprechen heute über eine Reisedokumentation von einem Vater, einem Sohn und dem Kilimanjaro. Und so heißt die Doku auch, Mein Vater, mein Sohn und der Kilimanjaro. Darüber sprechen wir gleich.
Ich bin der Ruben vom Klappencast, dem monatlichen Kino-Podcast. Kurz was zu mir. Ich bin 23, studiere Soziologie und ich bin ein großer Fan von guten Arthouse-Filmen, aber auch von Dokus, ganz besonders von Reisedokus. Deswegen freue ich mich gleich mit dem lieben Paul über so eine Doku zu sprechen. Paul, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich vielleicht? Ja, ich bin Paul. Ich bin auch Student und zum Thema Film schreibe ich auf Instagram zum Beispiel Reviews und so weiter und bin jetzt auch schon hin und wieder mal hier beim Telestammtisch mit dabei. Ja, sehr schön. Dann also eine bekannte Stimme, ja. Vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Da wollen wir auch starten, die Doku. Ich habe den Titel gerade schon gesagt, Mein Vater, mein Sohn und der Kilimanjaro von Aaron Moser und Rainer Blank erscheint am 9. Januar im Kino. In ausgewählten Kinos gehe ich mal davon aus und geht knackige 1,5 Stunden lang, ist auch schon eher eine Seltenheit so mittlerweile, dass dann doch so ein Film so knackig ist. Bei einer Doku vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Paul, sag doch mal, worum geht's jetzt in dieser Doku? Also, ja, im Mittelpunkt des Films steht Achill Moser und der ist von seiner Natur her so eher ein Abenteurer, ein Umherreisender, der zog schon mit 17 Jahren in die weite Welt und lebte lange Zeit bei beispielsweise afrikanischen Völkern. Und Reisen ist für ihn etwas ganz Besonderes, nämlich auch eine Möglichkeit, sich selbst zu finden. Und so gestaltet sich sein Leben ein bisschen. Mit 28 Jahren lernt er dann auch erstmals seinen leiblichen Vater kennen. Und über all diesen Begebenheiten, die ihm da widerfahren, da steht ein großer Traum. Einmal den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, erklimmen. Er und sein Vater wollen das Abenteuer zunächst gemeinsam wagen, doch dann verletzt sich Achill und sein Vater besteigt den Berg alleine. Und kurz vor dessen Tod bekommt Achill dann von seinem Vater ein Tonband, auf dem dieser von den Erlebnissen seiner Ostafrika-Reise berichtet. Und diese Aufnahmen nimmt dann Achill quasi zum Anlass, um zusammen mit seinem eigenen Sohn, dem Aaron, den du gerade schon mal erwähnt hattest, nach Tansania zu reisen und quasi der Fährte seines Vaters zu folgen und dann auch den Kilimandscharo zu besteigen. Ja, das ist auch gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ich denke, viel spoilern kann man ja so bei den meisten Dokus eh nicht so richtig. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal offen, ob sie dann auch wirklich oben ankommen oder nicht. Vielleicht mal ganz generell, bist du Fan von solchen, ich würde jetzt mal sagen, Reisedokus oder wie kamst du darauf, dir den Film anzugucken? Das hat schon fast was Ironisches. Ich glaube, 3 von den 6 Podcastaufnahmen, die ich jetzt schon für den Telestammtisch gemacht habe, waren tatsächlich Dokumentationen. Und bei jeder Dokumentation sage ich, dass dieses Genre eigentlich gar nichts für mich ist. Und trotzdem komme ich immer wieder damit in Berührung, weil ich das dann immer gleich so als Anlass nehme, quasi mich mehr in dieses Genre einzufinden. Vielleicht bist du jetzt oder wächst du jetzt langsam da rein, dass du es ja, genau, dann so in etwa mehr magst. Ja. Okay, ja, nicht schlecht. Ich habe es ja vielleicht auch schon so ein bisschen gesagt, ich mag dieses Genre eigentlich sehr gerne, also gerade Reisedokus finde ich. Ehrlich gesagt mache ich da auch ganz gerne mal qualitative Abstriche, weil ich mir so viele gerne davon angucke, also mehr als es eigentlich gibt und dann mir auch die eher günstigeren angucke. Es gibt nämlich so wahnsinnig aufwendig und toll inszenierte Reisedokumentationen, finde ich. Weit zum Beispiel, der lief auch im Kino, ist so ein Beispiel dafür, auch ein sehr schöner Film über eine Weltreise. Und ich gucke aber auch ganz gerne mal so GoPro-gefilmte YouTube-Vlogs an oder so von Leuten, die jetzt irgendwie eine, ja, auch so Backpacking-mäßig so Weltreisen machen und so. Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Also es gibt schon so qualitative Unterschiede, glaube ich, was so Reisedokumentation angeht, kann man grundsätzlich sagen. Ich würde sagen, diese Doku ist so ein bisschen dazwischen. Ja, genau. Hab ich das Gefühl, es ist, das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Genau, es gibt echt schöne Bilder, finde ich, viele Drohnenaufnahmen auch von dieser Tansania-Landschaft. Aber das manchmal wirkt es auch schon so ein bisschen halb professionell. So der Vater zum Beispiel wird oft so ein bisschen Indiana Jones-mäßig inszeniert mit so einem Hut, der dann nach vorne liegt und so, wo man denkt so, das ist vielleicht so ein bisschen too much oder so. Du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Wie hast du das wahrgenommen, Paul? Und auch vielleicht insgesamt, wie hat dir die Doku so gefallen? Ja, ich habe es tatsächlich auch ähnlich wahrgenommen. Ich hätte es auch jetzt so gesagt, dass quasi einmal diese richtig aufwendig produzierten Dokumentationen gibt. Und dann eben ja diese, wie du gesagt hast, mehr so Vlog-mäßig. Und ich hätte es auch dazwischen eingeordnet. Er hatte klar so ein paar schöne Bilder oder so. Aber zwischendurch wurde ich dann immer so ein bisschen herausgerissen. Es kam mir auch manchmal so vor, gerade wenn man dann die Voice-Over gehört hat oder so,
Das hat mich zum Beispiel manchmal ein bisschen rausgerissen, weil es klang für mich nicht so natürlich, wie es jetzt vielleicht bei einer anderen oder wie es bei einer anderen Dokumentation hätte wirken können oder so. Weiß ja, ob du verstehst, das, was ich meine. Mit dem Voice-Over hatte ich ein ähnliches Problem irgendwie gehabt. Das war irgendwie teilweise ein bisschen zu viel und so ein bisschen Eindrücke auch vorweggenommen. Bei dieser Weit zum Beispiel, dieser Doku, die ich gerade erwähnt habe, da fand ich das irgendwie ein bisschen schöner, dass das ein bisschen dosierter eingesetzt wurde und oft einfach nur die Bilder, ja, man die Bilder einfach hat sprechen lassen. Ja. Also abseits von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, finde ich schon eine sehr mitreißende Geschichte irgendwie, oder zumindest eine sehr ungewöhnliche und auch irgendwie ein Stück weit bewegende Geschichte, finde ich, mit von diesem Vater, der ja eigentlich schon tot ist, aber der dann trotzdem diese Kassetten tatsächlich hat. Es ist halt wirklich so ein bisschen wie in so einem schlechten Roman, aber es scheint ja wirklich so passiert zu sein. Und dann finde ich das ganz cool, jetzt mal abseits von diesen Voice-Overn, dass die Stimme von dem Großvater dann sozusagen diese Eindrücke von dieser Bergbesteigung wiedergibt, im Prinzip, während der Vater beziehungsweise sein Sohn und dessen Sohn diesen Kilimanjaro eben besteigen. Also dann wird so gesagt, also dann sagt der tote Großvater im Prinzip so, ja, wie dann die Sonne aufgeht und wie die Landschaft da aussieht und so weiter. Und das wird so ein bisschen so vermengt mit diesen, ja, Eindrücken, die man eben auch sieht, dann wie quasi der Sohn und der Enkel dann die dann wahrnehmen. Und das fand ich, glaube ich, ganz schön. Aber ich sehe natürlich auch, was du meinst, gerade mit diesen Voice-Overn, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr, wie gesagt, auf das Visuelle eben setzen können, weil, wie gesagt, die Landschaften, die sind ja auch, glaube ich, das große Plus an dieser Doku, so, oder wie hast du das wahrgenommen? Doch, genau. Ich fand aber auch schön, es ist eben nicht nur ein Reisefilm, wie du gerade gesagt hast, es ist eben auch ja eine Geschichte von diesen Menschen, ist ja fast, also eine generationsübergreifende Geschichte, und dass das dann quasi immer wieder parallel zu sehen oder parallel geschnitten ist, dass man auf der einen Seite natürlich erfährt, wie der Vater damals das wahrgenommen hat, auf der anderen Seite aber die Eindrücke jetzt von Achill und seinem Sohn mitbekommt. Ja, genau. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so angelegt, ne? So eine Vater-Sohn-Geschichte, ja, beziehungsweise der Großvater, der so über allem so ein bisschen schwebt. Und ich glaube, das fand ich auch so mit am besten, so diese Momente zwischen den beiden irgendwie, wo es so viel um diese Frage geht, so warum machen wir das überhaupt? Und sie tauschen so die Eindrücke aus, die sie jetzt haben und die sie erlebt haben. Ja, fand ich dann auch gerade am Ende irgendwie sehr schön inszeniert, dass sie sich dann über diese Reise dann doch so ein bisschen auf eine andere Art kennenlernen vielleicht. Vielleicht so ganz generell diese Vater-Sohn-Story, die ja sehr stark da drin ist. Wie hast du das so wahrgenommen? Fandest du das passend oder hat dich das vielleicht eher gestört und du wolltest vielleicht mehr über diese Ureinwohner zum Beispiel erfahren, über die es ja auch viel geht? Nee, ich muss sagen, das hat mich tatsächlich gar nicht gestört. Ich fand es sehr interessant, die Verbindung zwischen den beiden oder auch die Erlebnisse und die Bedeutung von den Reisen. Ich glaube, er sagt irgendwann mal auf die Frage hin, was die Bedeutung von Reisen ist, dass was bleibt, ist die gemeinsame Erinnerung. Und ich finde, das wird so wunderbar deutlich, wenn man diese Menschen verfolgt. Also es schließen sich ja dann auch noch ein paar andere Leute mit an und dann entsteht so eine schöne Chemie zwischen denen. Und da war man dann so fast Teil dieser kleinen Reisegruppe da. Und man muss ja auch wirklich sagen, der Kilimanjaro, der zwar im Titel steht, der kommt ja auch dann wirklich erst in der letzten halben Stunde vielleicht. Genau. Und eine Stunde davor geht es halt mehr um das Reisen und um die, ja, vielleicht auch Beziehungen untereinander. Ja, die Beziehungen untereinander, beziehungsweise auch von diesen, wie hießen sie denn nochmal, die Malia, glaube ich, von diesen Ureinwohnern, ja, eben in Tansania, genau, wie so deren Leben ist. Ja, die Maasai-Dörfer, ja. Nee, ich mochte den Aspekt auch ganz gerne, dass ja so ein bisschen das im Raum steht, dass es eben so weiße Touristen sind, die jetzt in dieses Land kommen und diesen Berg besteigen, der ja auch so heilig ist, so ein bisschen in dieser Maasai-Kultur. Und dass damit aber einigermaßen reflektiert dann umgegangen wurde. Es wurde viel mit den Einwohnern auch gesprochen. Es ist dann ja auch so, dass das auch so ein richtiger Tourismusbetrieb ist im Prinzip, dass es da richtige Gepäckträger im Prinzip gibt, die dann das Gepäck von den Bergsteigern dann eben tragen, und die lassen auch irgendwie nicht mit sich reden. Man darf das auch nicht selber tragen, sondern das wird einem wirklich auch so abgenommen, und dann redet der Aaron, glaube ich, heißt der, ja auch so ein bisschen darüber, dass es ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist und dass sie in so großen Zelten schlafen und diese Gepäckträger dann wiederum nicht, und dann sprechen sie auch mit denen und so. Das fand ich dann schon ganz interessant und vielleicht auch
hier und da, finde ich, hätte man da auch, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen können. Wo ich mich, also es kam dann immer wieder so zur Sprache, dass es durch die Globalisierung und so für dieses Volk gar nicht so leicht ist, ja noch so diese Tradition zu pflegen und vielleicht auch so zu leben wie früher und so. Und da hätte ich irgendwie gerne noch so ein bisschen mehr erfahren, werden die irgendwie, keine Ahnung, ausgegrenzt oder so, bekommen die vielleicht weniger Land zur Verfügung, oder werden die irgendwie die Städte getrieben, was ist da genau das Problem? Ich meine, das ist klar, darum geht es so im Kern nicht, aber ja, das hätte mich irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen mehr interessiert, dann noch so ein bisschen tiefer zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Geht dir das vielleicht auch so? Ja, das, ich verstehe es schon, wobei ich schon sagen musste, dass mir der Film mit 90 Minuten fast schon ein bisschen zu lang war. Ach, krass, okay. Also er ist halt sehr gemächlich und er hat auch immer diese gemächliche Musik und ich hätte mir an einigen Stellen, so gerade am Anfang, hätte ich mir gewünscht, dass er eher auf die Reise an sich oder so kommt. Ja, okay, also der Fokus, meinst du, der hätte ruhig auch am Anfang mehr bei der Reise und nicht bei dem Drumherum irgendwie sein können. Okay, ja gut, das verstehe ich natürlich. Vielleicht wäre es auch ein bisschen zu viel gewesen, wenn man da in dieses Politische noch ein bisschen mehr eingestiegen wäre. Aber ich glaube, das mit der Musik, weil du das auch angesprochen hast, war auch was mir dann aufgefallen ist. Hätte ich mir gewünscht, dass man damit irgendwie ein bisschen vorsichtiger umgeht, vielleicht ein bisschen, ja, einfach mal so die Atmosphäre vielleicht von so einem Bergwind oder so einfach mal so ein bisschen hört und sie laufen dann einfach oder so. Das hätte mir vielleicht schon gereicht und hätte das Ganze vielleicht so ein bisschen down-to-earth-mäßiger gemacht oder so. Weil so wirkt es halt schon so ein bisschen wie so eine typische Fernsehproduktion, wo man irgendwie so ein bisschen auf Distanz ist, was ein bisschen schade war, weil das ja eigentlich eine sehr persönliche Geschichte war. Das war irgendwie so ein bisschen das, was mir so aufgefallen ist am Ende. Aber ich glaube, insgesamt fand ich es schon eine sehr empfehlenswerte Doku. Wie würdest du das beurteilen? Ja, jetzt als Doku-Anfänger, sag ich mal. ja. Ich hatte es nicht richtig gepackt. Also ich fand, wie gesagt, die Chemie zwischen den Leuten in dieser kleinen Reisetruppe, die fand ich zwischendurch wirklich mal schön, als sie dann meinetwegen am Lagerfeuer oder halt einfach Rast gemacht haben oder so. Da ist die Verbindung oder das Menschliche, diese gemeinsame Erinnerung schön zum Vorschein bekommen. Dann hat es auch ein paar tolle Landschaftsaufnahmen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob mir jetzt so viel davon in Erinnerung bleiben wird. Okay, also ich glaube, ich würde es ein bisschen besser bewerten. Vielleicht am Ende noch eine kleine Sternewertung. Was würdest du sagen von 5 Sternen? Wie viel würdest du dem Film geben? Ich würde dem Film, glaube ich, 2 oder 2,5 von 5 Sternen geben. Okay, also so Mittelfeld. Das ist doch noch einigermaßen in Ordnung. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich würde ihn ein bisschen besser bewerten. Also mich hat diese Geschichte gerade zwischen diesem Vater und dem Sohn schon einigermaßen mitgenommen auch. Und ich war da sehr nah bei den Figuren. Und ja, und ich mag halt einfach generell solche Dokumentationen, wie ich das schon gesagt habe, von Leuten, die ein so ein großes Ziel haben und mit viel da zu kämpfen haben, dieses Ziel zu erreichen und sich dann dabei kennenlernen. Das fand ich sehr schön. Wie gesagt, finde ich, bei der Inszenierung hätte man noch so ein bisschen sparsamer mit einigen stilistischen Mitteln umgehen können, finde ich. Hätte das Ganze noch ein bisschen geerdeter machen können, indem man vielleicht so ein bisschen mehr in Anführungszeichen Alltagssituationen vielleicht zeigt, wie sie irgendwie aus dem Zelt kriechen oder so oder am Ende ja ganz, ganz fertig zurückkommen von ihrer Tour oder so. Und da, finde ich, war das teilweise ein bisschen zu sehr auf Distanz. Aber mir hat es gerade diese Geschichte, die ja schon irgendwie besonders ist von diesen 3 Generationen, hat mir schon sehr zugesagt. Deswegen würde ich ihm, glaube ich, 3,5 Sterne geben. Und damit sind wir jetzt gar nicht so weit auseinander. Also kann man auf jeden Fall gucken, aber ist die Frage, ob ihr das bei euch zu Hause gucken könnt, weil ich denke mal, so einen großen Kinostart wird die Doku nicht bekommen. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch mehr zu sagen hast zu dieser Doku, nein, dann wären wir auch soweit schon am Ende. Ja, wo kann man dich finden, wenn man sich vielleicht für deine Rezension interessiert, bei Letterboxd oder bei Instagram? Ja. Wie heißt du da? Ich bin sowohl auf Instagram als auch auf Letterboxd unter dem Namen Nachbar von Méliès zu finden. Und da gibt's dann, ja, die Reviews. Und dich? Ja, sehr schön. Also da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Mich gibt's im eben schon erwähnten Podcast natürlich, dem Klappencast, gibt's eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten auf Twitter unter Ruben Koho. Bei Letterboxd heiße ich China-Nudeln. Da könnt ihr mir auch gerne folgen und dabei zusehen, wie ich schlechte Bewertungen für schlechte Filme und Gegenteiliges für gute Filme vergebe. Und ja, das war's auch von uns beiden erstmal. Und ja, viel Spaß im Kino vielleicht. Viel Spaß, wenn ihr euch den Film auf DVD holen solltet. Oder ihr lasst es, wie ihr wollt.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.